Was ist drin? Graviertes Armband. Ich plunder. Aber da sehen wir ja auch direkt, wo wir lang müssen. Also, ihr seht da den Pfeil hier. Falls ihr meine Maus gerade gesehen habt. Wenn nicht. Oh. Wieder eine Gruppe. Da! Da! Ach, das macht richtig Spaß. Das neue Kampfsystem. Okay, der ist kein Problem mehr. Der ist eines. Aber das sollte schon noch gehen. Wie ihr seht, haben wir kein wirklich großes Problem mit dem Typen. Ihr wisst, wenn man etwas richtig macht. Genau. Wir wissen halt, wie man sowas handelt. Ach, wisst ihr was? Da es ja extra nur für die Let's Plays ist, mache ich einfach noch einen. Der Hinterhalt ist ganz in der Nähe, Hawk. Haltet euch bereit. Ah, ich sehe sie schon, die Typen. Das wird jetzt lustig. Wollen wir uns dran machen, sie zu killen? Gut. Erstmal machen wir die einfachen natürlich platt. Zack, zack. Und. Gut, die einfachen. Jetzt noch den. Und ein Fläschchen werfen. Ah, ich wusste doch, da ist noch was. Konnte ja auch nicht alles sein. Mal sehen, wie geht's jetzt vor? Leider haben wir ein kleines Problemchen. Ziemlich viele der Großen sind noch da. Beziehungsweise... Das sind alles Größere. Aber das ist mein. Okay, einer ist nochmal weg. Mist, hier ist ja noch der. Eine. Okay, erstmal schlagen. Oh, scheiße. Nicht gut. Nein, ist auch noch nicht erledigt. Ich hoffe, ihn treffen die Zauber jetzt nicht. Ihn einmal kurz stilllegen. Jetzt muss ich wirklich taktisch vorgehen. Wow, Taktik. Wir sollten erstmal alle auf den einballern. So. Der ist erledigt. Und den schnapp ich mir mit ihm. Und der sollte jetzt auch kein Problem mehr werden. Ja, ich denke mal, wir haben das soweit gehandelt. Soweit wir jetzt nicht noch eine Überraschung erleben dürfen. Zack, sag ich mal nur. Für einfache Banditen waren sie gut ausgerüstet. Egal, sie sind tot und die Straße ist sicher. Informieren wir Hauptmann Jevon. Kehren wir zur Kaserne zurück, um eure Belohnung zu holen. Nun gut. Wenn sie meint. Das war's schon. Ja, Fallen. Die kann zum Beispiel nur er entschärfen. Jetzt noch ein bisschen was nehmen. Und jede Menge neue Stufen für uns. Super schön. Ah, das macht Spaß. Das Spiel macht generell Spaß, finde ich. Also mir gefällt's. Jetzt holt er sich aber auch ein bisschen Konstitution. Ich hoffe natürlich, dass alles richtig ist. Wenn dieser Modus aktiv ist, haben die tödlichen Klingen des Schurken die Chance, blutende Wunden zu verursachen, die kurzzeitig kontinuierlich weiteren Schaden zufügen. Ha, Wunden reißen, klingt gut. Ich brauche auch Willenskraft. Klugheit braucht sie. Naja, erstmal so, ja.
Ich werde auch später ein bisschen... Nee, kommt. Sie braucht mehr Energie. Sonst hält sie ja gar nichts mehr aus. Ich könnte sie jetzt noch Veränderungen machen bei ihr. Oh, Fluch des Todes, Murmel. Na, sie soll heilen ein bisschen. Heldenhafte Aura. Ja, heldenhafte Aura sollte sie bitte lernen, weil die wäre sehr nützlich für uns. Also ich werde sie auf Elementarmagie spezialisieren und ein wenig auch auf diese Veränderungszauber. So, Stärke wird etwas verbessert bei ihr. Ganz klar die Konsti auch. Und später auch noch die... Ja, kommt. Die Klugheit brauchen wir auch bei ihr, weil sie braucht mehr Verteidigung. Sie ist ja schließlich unsere Defferin. Der Krieger sammelt Mitstreiter um sich, verbessert kurzzeitig die Mana und bla bla bla. Behüter. Oh. Ach, Behüter, genau. Behüter ist, das geht nur, wenn Evelyn bei jeweils entweder Freundschaft oder Feindschaft zu, freundschaftlich zu uns steht oder in Feindschaft zu uns steht, genau. Erschütterung. Wer ein Krieger stoppt, muss mit Konsequenzen rechnen. Der Krieger rammt eine Waffe auf den Boden, wirft dadurch Feinde in der Nähe zurück. Oder wir können Knaufhieb lernen, oder? Ne, den noch nicht. Was ist hier möglich? Elementare Aegis. Mehr elementare Resistenzen. Oder Verteidigung plus 10. Steinmauer. Reserviert 20% der Ausdauer. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Oder sollte sie erstmal den Zielschlag lernen? Ich lasse sie erstmal hier das lernen. So. Ich hoffe mal, dass die Kombination soweit ausreichen sollte. Und mein Schreibtisch ist gerade voller Krümel. Deswegen muss ich mal kurz den Schreibtisch sauber machen. Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, mir auch nicht. Immerhin ist Hawk ein Schurke und kann daher ganz erfolgreich Fallen sofort entschärfen. Ich gehe jetzt erstmal zurück zur Feste, gebe jetzt die Quest erstmal schnell ab und mache dann das mit, der Lieferung da. Platz, aber es gibt keinen Ort, wo... Das ist Jevons Amtsstube. Wartet bitte, während ich ihm Bericht erstatte. Sie hat noch nichts ausgesprochen. Ich weiß ja nicht, wie es da läuft, wo ihr herkommt, Gardistin, aber hier entscheide ich über die Patrouillen, nicht ihr und eure Laune. Ihr mögt euch ja in eurem ersten Jahr zum Leutnant hochgedient haben, aber ich dulde unter meinem Kommando keine Diktatur. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Meldet euch auf eurem Posten, bevor ich euch und euren feralischen Helfershelfer festnehmen lasse. Arschloch. Dafür, dass wir ihm einen Gefallen getan haben, hat er ziemlich viel geschrien. Wir haben eine Bande von Wegelagerern getötet. Wen kümmert es da, wessen Patrouille es eigentlich war? Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich frage, was mit ihm los ist. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Nun, dann lasst uns mal herausfinden, wem ihr da auf die Füße getreten seid. Dann sollten wir uns die Dienstpläne ansehen und feststellen, wer auf dieser Route patrouillieren sollte. In was bin ich da nur hineingeraten? Okay, scheinbar geht mit dieser Quest doch weiter. Evelyn! Ich danke euch, dass ihr diesen Hinterhalt zerschlagen habt. Das hätte wirklich übel für mich ausgehen können. Das war eure Route, Brennan. Ja, und ich wäre allein auf Patrouille gewesen. Das hätte ich nicht überlebt. An eurer Route war also nichts Ungewöhnliches? Sie war seit Wochen sicher. Ungewöhnlich ist das alles erst geworden, nachdem wir von euch und Evelyn gehört haben. Als der Hauptmann gehört hat, was ihr getan habt, hat er mich neu eingeteilt. Und ich habe die Tasche an Donnick weitergegeben. Für seine Patrouille heute Nacht. Die Tasche? Soldlisten und Befehle. Der Hauptmann lässt uns auf den ruhigeren Patrouillen Lieferungen zu den Vorposten machen. Normalerweise sind es nur aktualisierte Abschriften der Dienstpläne. Die Tasche für jene Nacht war allerdings ziemlich schwer. Nun ja. Nochmals danke, Evelyn. Ihr seid in Ordnung.
Die Tasche ist also am selben Tag besonders schwer, an dem wir einen Hinterhalt entdecken. Eine seltsame Art, Informationen zu übermitteln. Und Brannon hat sie bereits weitergegeben. Eine andere Wache läuft in dieselbe Falle. Das kann ich nicht zulassen. Brannon hat von Donnick gesprochen. Ein guter Mann. Donnick, da ist seine Route. Ein nächtlicher Rundgang in der Unterstadt. Sorgen wir dafür, dass eine Patrouille auch wirklich so ruhig bleibt, wie sie sein sollte. Gut, dann wollen wir mal weitermachen mit der Quest. Aber einen Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, ein bisschen mache ich es noch. Ja. Und dann denke ich... ja, dann denke ich, mache ich es los. Machen wir weiter. Wir müssen also nach Unterstadt? Ja. Ach ja, stimmt. Manche Aufgaben sind nur bei Nacht verfügbar. Es gibt Aufgaben, die sind am Tag. Es mangelt nie an Schwachköpfen, die denken, sie könnten die Straßen übernehmen, sobald es dunkel wird. Aber es gibt eine hübsche Belohnung für ihre Beseitigung. Klingt gut. Ja, ist besser hier. Zu den Waffen! Aha! Nadelspitzwegelagerer. Na, dann wollen wir die mal begrüßen. Mit einer hübschen kleinen Betäubung. Gut, los geht's. Und jetzt aktiviere ich mal den neuen Modus. Bin mal gespannt. Zack. Oh, Kacke. Warum gehen nur alle auf ihn los? Das ist unfair. Und sie aktiviert ihren neuen Modus. Weil ihr neuer Modus macht die Gruppe etwas stärker. Und dann Angriffs- und Abwehrkraft. Und Varric ist ein bisschen in Bredouille. Das wollen wir natürlich nicht. Zack. Hey. Zack. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. Ihr seht, geht ganz gut. Und schnell einen kleinen Feuerballdach da hinten geschickt. Damit auch der Letzte letztendlich tot bleibt. Was dagegen unternehmen? Und zack, noch ein bisschen Geld erhalten. Ach ja, so gefällt mir das. Wir dürfen keine Zeit verschwenden, Hawk. Gardist Donnick ist hier irgendwo. Denke ich auch. Er ist hier... Oh. Der Hinterhalt muss ganz in der Nähe sein. Jetzt kämpfen! Aber